Na gut, ich kann den Scheiß rausschneiden. Schönen guten Tag, Landeshauptstadt Kiel. Wollte mal so ein bisschen Stadtfotografie machen. Ich bin halt mal so ein, zwei Spots angefahren. Und aktuell ist das gerade die Gablenzbrücke. Vielleicht mal ein bisschen auf Fototour, ein bisschen dokumentieren, was ich eigentlich so insgesamt mache und treibe, und mal so ein bisschen über die Einstellungen quatschen, vor allem auch über die Einstellungen, wie man in der Nacht das Ganze umsetzt. Und ich bin jetzt aktuell gerade mit dem Weitwinkel dabei. Ich habe hier die 90D von Canon mit dem Tokina 14-20 durchgängig, Blende 2 drauf, und aktuell gerade eingestellt 30 Sekunden Verschlusszeit auf Blende 8 mit ISO 100. Und wenn wir da mal in den Live-View reingehen, ist das Histogramm auch eigentlich relativ gut ausgependelt. Die Belichtungssimulation hier unten ist eigentlich auch einigermaßen ausgeglichen, das passt auch soweit. Und wir haben schon mal mit so ein paar Aufnahmen angefangen tatsächlich. Das Ganze wird natürlich noch extern am Computer so ein bisschen angeschaut und bearbeitet. Aber bislang, es ist ein APS-C-Sensor, für jeden, der das da nicht weiß an der Stelle, es ist kein Vollformat. Dementsprechend habe ich natürlich etwas weniger Bildwinkel, wenn du einfach 14 mm, wie ich sie auf dem Objektiv habe, rechnest. Bei Canon ist der Crop-Faktor bei 1,6, was im Endeffekt bedeutet, wir sind bei 22,4 mm Brennweite. Das ist immer unterschiedlich. Hier das Tokina. Das habe ich jetzt seit ungefähr einem Jahr in Benutzung. Für mich persönlich ist es eigentlich echt top. Das passt mit dieser Kamera wunderbar zusammen. Ich kann meine Sterne fotografieren, ich kann vernünftig Landschaften fotografieren. Es hat eine saubere Abbildungsleistung, und habe da jetzt auch mein finales Foto, was denke ich mal ziemlich gut kommt. Ich habe hier so ein paar rote Punkte drin. Das war gerade eben so ein scheiß E-Scooter. Und mal gucken, ob ich den vielleicht noch ein bisschen rausgestempelt kriege. Aber ein Hoch auf unsere Busfahrer, denn der hat gerade dafür gesorgt, dass hier richtig schönes Lichtspiel entstand, und ich denke mal, das Foto lässt sich auch richtig gut nutzen. Wir machen uns jetzt nochmal auf die Socken und werden dann nochmal einen zweiten Spot anfahren. Ich hoffe mal, dass das noch eine ganz coole Sache wird, denn gerade eben bei dem allerersten Spot waren mir etwas wenig Lichtspuren auf der Straße. Ich habe die Hoffnung, wenn wir auf die Hauptverkehrsstraße hier in Kiel fahren, dass das Ganze dann nochmal einen Ticken mehr wird, sodass wir dann nochmal richtig schön zwischen Lichtspiel oder auch zwischen Lightpainting mit aufs Bild bekommen. Aber dazu dann gleich mehr. So, der letzte Fotospot einmal. Ist natürlich jetzt relativ wenig los, morgens um 2, ist natürlich auch sehr schlau gewählt, der Zeitraum. Normalerweise ist hier echt immer ein bisschen mehr los, aber auch das kann sich soweit sehen lassen. Einstellungstechnisch sind wir hier bei 30 Sekunden, Blende 14, ISO 100, das Ganze aber dieses Mal voll reingezoomt auf 20 mm. Die restlichen Ergebnisse gucke ich mir dann soweit am Rechner an, mit ein bisschen Bearbeitung, und die gibt es dann immer Stück für Stück ganz normal auf der Seite. Aber erstmal ab nach Hause. So, nochmal zum Nachwort. Das war ja ein bisschen abgehackt gerade, was ihr da gesehen habt. Ich hoffe mal, es hat euch trotzdem irgendwo gefallen. Das war auch das allererste Mal tatsächlich. Wir haben das mit dem Handy aufgenommen. Es ist das interne Mikrofon. Es sind noch keine professionellen Geräte dabei. Wir wollten natürlich einfach erstmal schauen, was sich da im Allgemeinen so tut. Ob das was ist, ob es Spaß macht, das tut's auf jeden Fall. War eine coole Sache. Dürfte auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Und das ist auch eigentlich so der Sinn dahinter. Ich möchte dich bzw. euch mit auf die Fototouren nehmen, da wo es dann eben hingeht. Dass ihr euch einfach mal ein bisschen zurücklehnen könnt, um einfach mal zuzuschauen, wo es hingeht, wie diese Bilder entstehen, was die Geschichte dahinter ist, wie das Ganze so läuft. Denn das läuft ja weiß Gott nicht alles gerade und alles vernünftig. Da sind ja auch gerne mal so ein paar Sachen bei, dass es auch mal nicht funktioniert. Ne? Gibt noch einen externen Gimbal. mit einer vernünftigen Kamera oben drauf, ein externes Mikrofon, was ich mir dann kann so mal festmachen werde, sodass die Tonqualität auch konstant vernünftig ist. Wie sich das alles so vereinbaren lässt, da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, die typischen Klassiker natürlich, lasst gerne einen Daumen da oder abonniert auch tatsächlich diesen Kanal, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, würde mich drüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.